Hab ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich eigentlich viel mehr leveln sollte? Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Jo, mit Ach und Krach haben wir die letzte Arena geschafft. Das war wirklich Ach und Krach. Und ich könnte jetzt storytechnisch weitermachen, allerdings glaube ich, ich sollte erstmal eine Runde leveln gehen. Oh ja. Welcher Beträgt denn hier? Sierra, komm, muss mal alles weg hier, das brauchen wir nicht. Was tragt ihr denn? Piercingbeere, okay, das dürfen sie behalten. Welser bekommt jetzt erstmal den EP-Teiler. Wo ist er denn? Wo ist er? Was zum Geier, oder hat Voltenso den? Ah ja. Okay, Voltenso, ich. Gib ihn her. Und Welser bekommt ihn jetzt. Denn ich möchte die Routen abgehen. Ja. Das wird jetzt. Mal gucken, wie lange das dauert. Hab ich noch Schutz? Schutzband. Item können wilde Pokémon abhalten. Ja, das ist zum Beispiel was, was jetzt Voltenso kriegt. Ein Top-Schutz. Das ist ein bisschen sehr wenig, ne? Und sechs Superschutz. Da gehen wir doch nochmal einkaufen. Zweiundzwanzig, komm. Ist noch relativ billig. Mehr brauche ich auch gar nicht. Okay, der erste Weg führt nochmal hier rechts links lang. Natürlich lasse ich Voltenso jetzt oben. Ach, es greifen mich doch Pokémon an. Schutzband hält wilde Pokémon ab, läuft also doch anders als ich dachte. Na gut. Dann nutzen wir das Ganze für die Schutzsachen. Hallo, lieber Surfer. Typi. Hier geht es jetzt vor allem darum, dass ich erstmal dafür sorge, dass meine Pokes ein gewisses Level haben. Denn ich meine, der nächste Trainer, gegen den wir storytechnisch weiterkommen müssen, der hat seine Pokes einfach auch mal auf. Ich meine, sie sind 44. Oder damit wir storytechnisch weiterkommen, ne? Leute, müsst ihr euch eben bedenken. Der ist schon mal stärker als die Arenaleiter. Und hat dann halt noch diese Pokes. Und ich möchte ungern jetzt weiterlaufen, denn ich möchte erstmal zusehen, dass meine Pokémon ein bisschen an Stärke gewinnen. Denn das ist mein Ziel. Oh ja. Und dazu nutze ich auf diesem Wassergebiet einfach mal Voltenso, weil der besser kann es ja nicht laufen hier. Und Voltenso ist eigentlich ganz gut geeignet. Für so einen Kram. Es ist auch relativ schwierig hier zu trainieren, das gebe ich zu. Hallo, meine Hübsche. Hast du schon was vor? Miau. Mal. 34, ey. Keine Chance. Thunderbolt. Und dann wird das Pixelwall mal vernichtet sein. Mich hat übrigens, jetzt kann ich ja mal ein bisschen, während wir hier durch die Weltgeschichte schippern. Mich hat übrigens jemand gefragt, wie das jetzt eigentlich abläuft. Ach so. Mit dem Rätselmeister. Ja, meine Damen und Herren, meine Freunde, den Rätselmeister werde ich natürlich noch besuchen gehen. Allerdings habe ich mir vorgenommen, das zu machen, wenn ich. Sag mal schnell. Dankeschön. Wenn ich die letzte Arena geschafft habe. Beziehungsweise Champ der Pokémon-Liga bin. Dann habe ich mir gesagt, dann werde ich mal den Rätselmeister als einen Extra-Part machen. Dann gucken wir uns den mal an. Okay, Lampi ist bleicht bescheuert. Für Kavin Kanivana sollte das reichen. Dann mach mal Gesang.
Feuer oder Quatsch, Gesang hier. 35 und ich habe die 7. Arena geschafft. Oh, 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 ich sollte anders. Ich hätte anders spielen sollen, das gebe ich zu. Normalerweise spiele ich das auch. Haha, anders. Vorwiegend habe ich dann meist nicht so viele Pokes. Meistens hole ich mir die gegen Ende und pushe die dann eben schnell mit EP-Teiler hoch, sodass ich mindestens, was heißt mindestens, höchstens 3 Pokémon habe. Und dann meinetwegen zu den Arenen gehe, in Richtung Liga und mir dann meine anderen 3 Pokes fange und die dann mit dem EP-Teiler schnell hochtrainiere. Und die habe ich schon. Und da bin ich wieder am Anfang. Okay, Altaria. Kann ich schon Taucher einsetzen? Doch, kann ich doch. Ich habe doch Moosbach City da geschafft. Dann gehe ich jetzt mal dahin. Verzeihung. Irgendwie habe ich einen trockenen Hals. Woran das liegt, keine Ahnung. Kann denn irgendjemand Taucher lernen? Ich habe doch gar nicht Taucher. Und dann brauche ich Daniel noch nicht. Dann gehe ich erstmal nach oben hier. La 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 la. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Das ist doof. Ja, ich brauche Taucher, um so eine gewisse... um eine gewisse Sidequest, sage ich mal, zu erledigen. Die ich auf jeden Fall gleich noch machen möchte, weil die unglaublich cool ist. Und zwar das mit dem, wenn ihr euch daran erinnert, wie wir damals von Faustauhafen nach Graphitport gefahren sind. Da gab es eine ganz tolles... eine ganz tolle Erlebniskategorie, nämlich Schiffswrack. Und da möchte ich gerne reingehen. Allerdings bringt es mir da erst was, wenn ich Taucher beherrsche. Und Taucher bekomme ich in dem Moment, wo ich hier gegen diesen Plot-Gegner gekämpft habe. Und ich mache diese Route hier jetzt noch fertig und werde dann den Plot-Gegner besiegen, um anschließend möglichst zügig, da ich den Pokéball, den nehmen wir natürlich noch eben mit, wenn wir hier schon sind. Cool, Protein. Und dann das Schiffswrack bzw. die Route zu machen. Ich denke mal, das liegt in eurem Interesse, dann seht ihr das auch. Und ich kann hier schön auf hoher See den Wind trotzen, die Meeresbrise einatmen. Oh, herrlich. Hinterher. Gut, die Level sind natürlich jetzt nicht so gewaltig. Hat natürlich damit zu tun, dass ich mit Surfer schon hätte längst hier sein können. Aber warum nicht? Das könnte ich jetzt auch noch machen. Tentacher. Es bietet mir immerhin so ein bisschen die Möglichkeit, meine Stärke hier zu entwickeln. Und bevor wir sowieso gegen den 8. Arena-Leiter antreten werden, wird es noch eine ganze Zeit dauern. Und ich würde mal stark davon ausgehen, dass wir mit im Laufe der nächsten... Lass mich mal eben überlegen. 1, 2, 3... In den nächsten 5 Parts, würde ich mal sagen, 5, 6 Parts relativ oft Voltenso sehen werden. Weil der wird nicht nur die Wasserrouten hier machen, sondern auch die nächsten... großen Kämpfe bestreiten müssen. Mit anderen werde ich da kaum was reißen können. Also macht euch schon mal darauf gefasst, das werden Voltenso-Parts werden. Voltenso wird trainiert und nebenbei werde ich mit EP-Teiler meine kleinen Freunde ebenfalls entwickeln lassen. Beziehungsweise den Stufenaufstieg feiern. Hey! Naja, viel halten sie nicht aus hier. Aber gut, was soll's, ein Level 26er Kanivana, was so lächerliche HP hat, zusätzlich mit einer schlechten Verteidigung, Spezialverteidigung. Was willst du da erwarten? Das sieht aus wie ein Rüpel, ein Frechdachs. Da guck doch mal Velsa rein. Velsa, kümmere dich um ihn. Ob man hätte in den Typen reinspringen können? Ob das geht? Man springt ab, in dem Moment kommt er angerannt. Das wäre interessant gewesen. Okay.
Sandar gegen Welser. Voll brutal. Blub. Welser weg. Sandar weg. Welser weg wäre schlecht. Naja, relativ ausgewogen, ne? Bis auf Initiative. Das halt nicht so stark ist bei Welser. Aber das lässt sich verkraften. Weg. Sandama. Zu Sandama fällt mir auch eine schöne Story ein. Beziehungsweise traurige. Traurig und schön, das war beides. Kann ich euch ja mal erzählen. Wir haben ja Zeit. Da muss ich später hin. Es war, glaube ich, noch zu meiner Grundschulzeit. Da ging das erst richtig los mit Pokémon. Pokémon Rot und Blau, habt ihr nicht gesehen. Total geil, es war alles neu und es war ein riesen Hype. Noch höher als jetzt. Es war, weil es einfach... Es kam für den Gameboy raus, war einfach genial. Jetzt habe ich Welser vorne gelassen, egal. Es war einfach fabulös, was da rauskam. Und dann geschah es doch eines Tages. Ich habe mir dann... oder mein Herr Papa, hat mir von der Arbeit aus diese Figürchen, waren das mal. Die habe ich hier sogar noch stehen. Ja, die habe ich hier echt noch stehen. Beim Regal steht Gengar, Sandar und Sandama, Retter. Es waren Sandar und Sandama in so einem Twin Pack. Die kamen gerade raus. Ich weiß nicht, wie viel Mark die damals gekostet haben. Jedenfalls, die habe ich bekommen. Und ich war so stolz, das waren meine ersten Pokémon-Figuren und die sahen so geil aus und richtig nice. Oder habe ich mir so gedacht, ha, Mann, das machst du, Mann, da musst du immer was machen. Und dann habe ich die am nächsten Tag mit in die Schule genommen. Grundschule, was war ich? Dritte Klasse, glaube ich. Dritte, kommt hin. Dritte Klasse, Grundschule. Erstmal fein mitgenommen, meinen Kumpels gezeigt. Oh, guck dich das mal an, hier voll geil, Pokémon-Figuren. Und wir haben wir nicht gesehen, wie geil waren die denn. Oder ist das leider passiert, dass irgendwie innerhalb einer Pause irgendjemand mir diese Figuren gemobst hat. Und ich war scheiße traurig und böse, weil die weg waren. Ding ja, also können wir wohl verstehen. Ja, dann erklär das mal deinen Eltern, ne? Als Drittklässler und du hast die Figuren gerade erst ein, zwei Tage her, hast sie mitgenommen zur Schule und auf einmal sind die weg. Wurden geklaut. Ja. Äußerst, äußerst bedauerlich. Ich war auch richtig am Heulen, ne? Als ich dann zu Hause war. Ja, Drittklässler, ich war am Heulen. Ja, komm, bis zu Hause willst du dann und dann mal rausholen, ein bisschen spielen mit den Figuren. Weil du voll gehypt bist und sind die weg. Ich hab meinen Schulranzen ausgekippt. Ich hab gedacht, wo sind die? Ich weiß das noch, als wäre es gestern gewesen. Und hat nicht gefunden. Kann es doch nicht sein. Ja. Und dann hat das, glaube ich. Ich glaube, dann war ich. Ich war echt niedergeschlagen die nächsten Tage. Dann hat es, glaube ich, 2 Wochen gedauert. Dann war ich auch schon. Ja, alles gut. 2 Wochen später, dann kam dann eine gute Freundin von mir. Und die hat gesagt, guck mal, ich habe was gefunden. Und dann hat die tatsächlich mein Sandan und mein Sandama gefunden. Oh, ich war ihr so dankbar. Und wir sind bis heute in Kontakt. Ja. Bin ich auch stolz drauf. Ah, das war schön. So, das ist jetzt so meine Geschichte, die mir so spontan auch eingefallen ist. Zu dem Punkt Pokémon. Ja, das war echt toll. Und ich weiß gar nicht, wo ich Rettern und Gengar her. Ich glaube, die haben immer um Floh macht. Hab ich gedacht, ach komm, gibst einen Euro, nimmst die beiden mit, dann ist er fertig. Aber es war so... Ich war echt... Also das wünsche ich keinem. Dass man sich so traurig fühlt, wie ich mich gefühlt habe. Ich war echt am Boden zerstört. Ging gar nicht mehr. Aber das haut sich alles.
zum Guten gewandelt. Jawohl. Habt ihr sowas erlebt? Ich frage jetzt mal nach, weil das ist ja ein bisschen interaktiv, ne? Ey, nicht Schlitzermacherin! Habt ihr sowas erlebt schon mal? Dass ihr irgendwie was richtig Geniales hattet, was eure Kumpels oder sowas noch nicht hatten, weil es gerade erst neu draußen ist und dann nimmst du das mit in die Schule oder zum Kumpeltreffen und hast du nicht gesehen, auf eine Party oder was weiß ich was, bringst das mit und zeigst das so rum und auf einmal ist das weg. Das ist eher so, ich kann nur für mich sprechen, ich war fix und fertig. Weil ihr müsst euch das mal vorstellen, die Jüngeren von euch, das wird jetzt wahrscheinlich schwieriger sein, sich die da vorzustellen, weil ihr schon seit längerer Zeit mit Pokémon aufgewachsen seid. Aber wirklich, Pokémon Blau und Rot kam raus, es war revolutionär. Und dann kriegst du da Figuren zu, es gab ja alles Mögliche. Und die wurden mir geklaut. Aber sie kamen wieder. Sie kamen wieder.